Fitness-Oskar und seine Partnerin Mandy nehmen Abschied von ihrem Sohn. Im Juli dieses Jahres bekommt Mandy von dem YouTuber ihr erstes Kind. Das Paar gibt ihrem Sohn den Namen Rio. Doch der Junge kommt mit einer lebensgefährlichen Autoimmunkrankheit auf die Welt. Anfang Dezember teilen die Netzbekanntheiten mit, dass ihr Kind tot ist. Jetzt erweisen Oskar und Mandy ihrem Baby die letzte Ehre. Sie lassen für ihren verstorbenen Sohn Luftballons in den Himmel steigen. Heute, 2 Wochen nachdem das Herz unseres Sohnes aufgehört hat zu schlagen, werden wir Abschied nehmen von Rios wunderschönem süßen Körper. Seine Seele jedoch wird uns für immer begleiten, widmet der Papa liebevolle Worte an Rio. Auch in Mandys Instagram-Story heißt es: Für immer in unseren Herzen, kleiner Pups, wir lieben dich. Der TikToker betonte, dass er und Mandy durch ihren Sohn heute bessere Menschen sind. Die tiefe Bindung und Liebe, die sie zu ihrem Sohn haben, können nichts zerstören. Auch nicht der Tod.